Hallo. Heute ist es endlich soweit und ich kriege mein Tattoo von der lieben Carina. Ich weiß nicht, ob ihr kennt sie bestimmt, Push Art. Sie macht ganz viel Bodypaint, sie tätowiert, sie macht ganz viel kreativen Stuff. Und ja, es ist jetzt schon länger geplant, dass sie mich tätowiert. Leider war bei uns beiden irgendwie immer was, was dazwischen gekommen ist. Und ja, deswegen, ich war gerade duschen und mache mich jetzt fertig und dann geht's auf zu ihr. Und das Ganze wird auch gestreamt auf ihrem Kanal. Deswegen mache ich ein kleines Video darüber. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ich war übrigens gestern beim Friseur, deswegen sind meine Haare so extrem lila am Ansatz. Aber das wäscht sich mit der Zeit raus. So, jetzt noch Haare föhnen und dann geht's auf zu Carina. Ah, ich freue mich so auf das Tattoo endlich. Ich bin sehr gespannt. Fertig mit Haare föhnen. Die sind zwar noch ein bisschen nass, aber es ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 28 Grad draußen, warum auch immer es wieder so warm ist. Ja, ich packe jetzt meine Sachen zu Ende und dann geht's los. Ich bin ein bisschen länger unterwegs, so irgendwie anderthalb, zwei Stunden je nach Verbindung. Ja, ich habe mir ein paar Lucifer-Folgen aufs Handy geladen und die werde ich dann schauen. Ich bin bei Carina angekommen und wir haben uns direkt mal hingesetzt und das Motiv ausgesucht, weil sie hat drei verschiedene Größen ausgedruckt. Weil mein Arm ja doch relativ klein ist, wussten wir nicht ganz, wie viel da drauf passt. Das Motiv besteht halt aus ganz vielen einzelnen Motiven. Der Drache von Chihiro, da ist Totoro, dann noch der Waldgott von Prinzessin Mononoke, die kleinen Ruismännchen, ganz, ganz viel Verschiedenes. Und da ist die Carina. Hallo! Sie hat eine Creme für mich. Oh ja. Magst du mal kurz erklären, was das ist? Damit wird das nicht so wehtun. Und ich glaube, da wirst du dich sehr drüber freuen. Ah, yeah. Ja! Voll nice. Fühlt sich das gleich eklig an, mein Arm? Ja. Das ja. Das fühlt sich dann an wie beim Zahnarzt in der Zeit. Schön. Ich hatte das einmal beim Zahnarzt, da habe ich Betäubung bekommen. Ich wollte danach was trinken, Alter, ich habe mich komplett voll gesaut. Ja, weil ich nicht mehr dran gedacht habe irgendwie. Und mir ist alles aus dem Mund gelaufen. Scheiße. Richtig dumm, ey. Oh, gut, das kann beim Arm nicht passieren. Ich bin so gespannt, ey. Meine Sommersprossen sind einfach komplett schon weg, weil ich die weggeschwitzt habe. Hast du die mit Henna oder so gemacht? Oder? Nee, nee, mit ganz normal Contouring-Palette. Ach so. Das ist, Das aber ich habe, Dankeschön. Aber ich habe überlegt, ob ich das vielleicht mal mit Henna mache, weil es einfach mal ein paar Tage hält. So, und ich, immer wenn ich mich irgendwie im Gesicht kratze oder so, wische ich die Sommersprossen halt damit auch so halt weg. Gibt ja auch welche, die tätowieren, Lena, aber dann hast du die halt immer. Aber da denke ich mir so, wenn ich die dann irgendwann mal nicht haben will. Dann kannst du die bei Henna nehmen, weil das geht ja auch wieder ja, ab eben. Nach der Zeit, ne? So, dann zeichnen wir mal durch, ne? Das ist die Folie, die dann... Das ist dann quasi ja wie so ein Abzieh-Tattoo, ne? Wir sind fertig mit dem Durchdruck. So, das wird jetzt drauf gedruckt, genau. Nein. Das kommt jetzt auf deinen Arm. Ja. Ich spüre meinen Arm auch kaum noch. Gut. Nein. Sehr gut. Der Streamingplatz ist hier auch aufgebaut. Und der Knaller ist, er hat einen riesen Fernseher hier hingestellt, hochkant, für den Chat. Das sieht aus wie ein riesen Telefon. Das sieht irgendwie, ja, oder wie so ein riesen Tablet einfach oder so. Da sitze ich dann und daneben die Carina, die mich dann tätowiert. Leute, guck mal, das Rußmännchen ist einfach genau auf meinem Muttermal. Es ist versteckt. Ja, perfekt. Ist doch super. Echt, das ist mega gut, ey.
wir sind vorerst fertig mit den Outlines. Es muss gleich noch ein bisschen was gemacht werden und ein bisschen Schattierung. Aber wir essen jetzt erstmal was. Und der Stream ist auch noch an. Ich zeige euch mal gerade den Chat, der ist nämlich riesig. Simon, ja! Yay, wir machen Streaming-Pause. Nee, Streaming-Pause nicht, wir machen Pause. Video. Stream ist ja Essenspause. Noch an. Genau. Hast du gemerkt, wie Carina gelogen hat? So, wir sind gleich fertig, 10 Minuten noch. Mann, ich weiß nicht, was denn hier eigentlich immer. Nee, sag mal, ist gleich fertig, dann halten die Leute mir länger durch. Sie schneidet den auch, du weißt, dass sie es rausschneidet. Nein, macht sie nicht. Hallo, ich weiß, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Das lag einfach daran, dass nach, ich glaube, 5 Stunden hatten wir gestreamt, davon 4 Stunden tätowiert und ich war nach diesen 4 Stunden, beziehungsweise 5 Stunden, echt mega am Arsch. Der Körper hat es halt trotzdem gemerkt, trotz Betäubungscreme. Ich hatte zwischendurch, beziehungsweise nach dieser Essenspause, mega Herzrasen. Ich hatte aber richtig gezittert. Mein Kreislauf ist halt voll abgekackt. Deswegen habe ich dann nach den 5 Stunden nicht mehr gefilmt, weil ich ja irgendwie auch nicht mehr wirklich in der Lage dazu war und ich habe dann noch einen Tee getrunken bei Carina und Tom und habe dann auch bei denen übernachtet, weil es halt auch einfach viel zu spät war und ich muss sagen, egal wie spät es gewesen wäre, ich hätte glaube ich so auch gar nicht mehr nach Hause fahren können. Ja, und zusätzlich will man jetzt auch nicht unbedingt nachts 2,5 Stunden noch mit dem Zug unterwegs sein. Gerade geht es mir ziemlich gut, natürlich tut der Arm ein bisschen weh. Hier, es liegt gerade diese Folie drauf. Das ist halt so eine spezielle Ärztefolie, wo halt auch Luft reinkommt und trotzdem keine Bakterien und Dreck und so. Es tut ein bisschen weh, aber ich muss sagen, das ist ja normal. Es ist halt immer noch eine Wunde. Es ist ein Tattoo. Das ist ja nichts, was irgendwie einfach so nach einem Tag heilen kann. Deswegen, es wird jetzt auch wahrscheinlich noch ein paar Tage wehtun. Aber ich liebe es jetzt schon. Ich bin sehr verliebt in dieses Tattoo. Und ich bin mega gespannt, wie es dann mit Farbe aussieht. Ja, wir haben noch keinen Tattoo-Termin gemacht für die Farbe. Es muss ja jetzt erstmal in Ruhe abheilen. Ja. Genau, in 20 Minuten fängt mein Stream an, deswegen muss ich das jetzt gleich mal anschmeißen. Ja, ich wollte aber noch kurz wenigstens mich nochmal melden, weil ich halt gar nichts mehr gefilmt habe. Ja, guckt auf jeden Fall mal bei Carina vorbei auf dem YouTube-Kanal, das ist unten alles verlinkt. Und auf dem Twitch-Kanal, sie macht öfter solche Live-Sessions und während des Tätowierens. Guckt da gerne mal vorbei und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich hoffe, ich werde demnächst mal ein bisschen aktiver, was YouTube angeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch so gerne sehen wollen würdet. Also ich mache ja hauptsächlich Vlogs und halt so Twitch-Highlights und so, aber keine Ahnung, vielleicht interessiert euch ja noch anderer Kram. Ich bin momentan so ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich machen soll auf YouTube. Ich mache mir mal ein bisschen Gedanken und dann werde ich hoffentlich auch ein bisschen aktiver hier. Aber eine Sache ist schon mal geplant und zwar zu Halloween mache ich mit der lieben Carina auf jeden Fall ein Video, wo wir vielleicht irgendwas backen oder irgendwas basteln oder irgendein Bodypaint machen oder so. Das wird auf jeden Fall cool. Ja, ich mache außerdem ein Ohr durch dieses Ding hier. Aber wo ist es an? Okay, meine Lieben, ich muss jetzt den Stream anschmeißen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, gute Nacht, schönen Tag, was auch immer. Ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video gerade seht. Okay, bis dann. Tschüss.